Jetzt ist es Zeit, mit deinen ersten Spins im Schnee anzufangen. Der einfachste ist der 180. Schau darauf, dass du beim Auslösen nicht zu fest Schwung holst. Löse mit dem Kopf, den Arm und dem Oberkörper auf dem Absprung vom Kicker die Rotation aus. Sobald du in der Luft bist, leitest du die Rotation auf die Beine und Ski weiter. Versuch die Landung schon gegen Ende der Flugphase zu sehen. Wenn du deinen ersten 180 gemacht hast, solltest du nicht gerade einen 360 probieren, sondern versuchen, den Trick auf verschiedenen Kicken zu machen. Einmal auf die andere Seite zu drehen oder einen Grab einzubauen. Beim 360 musst du einfach mehr Schwung bei der Auslösung holen. Du solltest die Gorilla-Style-Position einnehmen, um nicht in Rücklage zu geraten. Mit deinem Kopf sollst du versuchen, die Landung so früh wie möglich zu sehen, um dich darauf vorzubereiten. Um schneller rotieren zu können, musst du bei der Auslösung zum 540 noch mehr Schwung holen. Das, was jetzt kommt, hast du alles schon mal gemacht. Nach dem 360 fängt alles wieder von vorne an. Und die Switch-Landung kennst du bereits vom 180. Wenn du denkst, dass nach diesen Tricks, die du bis jetzt gelernt hast, fertig ist, hast du dich gewaltig geirrt. Da noch ein paar Möglichkeiten, wie es weitergehen kann. Viel Spass beim Üben!